befinden uns hier jetzt in der neuen Maisanlage der Saatbau Linz. Sie wurde 2014 eröffnet. Wir wollen heuer 2000 Hektar Nassmais hier verarbeiten. Die Tagesleistung dieser Anlage entspricht ca. 14 Lkw. Da sprechen wir ungefähr von 300 Tonnen Durchsatzleistung pro Tag. In zwei Schichten, 16 Stunden. Die Verteilung der Kolben auf die Entlischer erfolgt mit Abschiebeblechen an den Förderbändern, damit alle drei Entlischer die gleiche Menge zur Verarbeitung haben. Mittels Walzen werden die Kolben von den Lischen getrennt. Die Lischen laufen in einen Container. Hier befinden wir uns jetzt im Selektionshaus. Von den drei Entlischen wird das geteilt auf sechs Entlischerbänder, wo 24 Personen die Falschkolben aussortieren oder irgendwelche Kolben, wo noch Lischblätter dran sind. Die entlischten Kolben werden mittels Förderbänder in die Trockenboxen eingefüllt. Zur schonenden Einfüllung wird ein Gummiband verwendet. Die Trocknungszeit beträgt zwischen 60 und 72 Stunden. Wenn die Kolben trocken sind, werden sie wieder mittels Förderbändern zu den Reblern gebracht, wo die Körner und die Spendel getrennt werden. Nach dem Rebler gehen die Körner auf eine Vorreinigung, wo Spindelteile und Kleinkörner schon rausgerenkt werden. Zu guter Letzt werden die losen Körner im Rohwarenlager zwischengelagert. Der nächste Schritt, die Aufbereitung des Maises zu Saatgut, sehen Sie beim nächsten Video.